Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Aber wir gehen jetzt endlich ins Lager der Gezeichneten. War jetzt ein super Sturm. Ich habe Angst, dass uns das einen Nachteil bringt. Weil wir sehen ja schließlich nichts. Hier ist ein Tor. Das war natürlich jetzt nicht so schwer. Das war ja schließlich auch leicht. Alles hätte andere hätte ich auch nicht so sinnvoll gefunden. Da kommt der trotzdem nicht durch. Aber hier kommt man durch. Aber wir könnten echt mal aufs Schleichen skillen, ne? Wow! Was zur Heiligen? Was ist denn mit euch falsch? Holla, holla. Komme ich denn jetzt da sicher hin? So, Schreibtisch. Was ist denn da drin? Nichts. Wow, hi! Tja, wer mit einer Panzerbüchse nicht umgehen kann. Ah, wunderbar. Stimmt ja, ich habe ja die beiden Auto-Injektionsdinger. So. Okay, die nehme ich trotzdem mit zum Reparieren. Für den Fall der Fälle, ne? Diese Stimpexer Auto-Injektion finde ich gut. C4. Steht der Granate Dynamit. Wenn man es hat. Oh oh. Scheiße, der hat so eine. Ne, was hat der denn da? Übergroßes Küchenmesser. Quickshot. Roter Schrei. Das sind aber dicke Dinger, die er da hat. Das sind jetzt aber richtige Oschis. Da ist noch ein zweiter. Ah. Scheiße, 11.000 teuer. Ist das ein Laserzünder? Bring mich noch um. Er wollte mich hier umbringen. Sie haben den Laserzünder gefunden, über den Ulysses gesprochen hat. Ein Volksgerät, das die atomaren Gefechtsköpfe rund um die Lonesabo zum Explodieren bringen kann. Damit können sie sich neue Wege eröffnen. Feinde aus der Ferne töten oder also geheime Beutelager entdecken. Der Zünder muss nur auf einen Gefechtskopf gerichtet werden. Der Trigger löst eine Explosion aus. Wenn Lustig die Wahrheit gesagt hat, brauchen sie dieses Teil, um voranzukommen. Das heißt, dass sie irgendwo einen Gefechtskopf den Weg versperrt. Sie müssen also den richtigen Gefechtskopf finden, um ihn zur Explosion zu bringen. Ja. Eine Militärversandkiste. Meine Aufgabe ist es jetzt. Sind die in den Nassen? Ja, da hinten war ja alles dicht, ne? Fuck. So, hallo? Was ist denn mit euch? Ja.
wieso warte, der kriegt dann keinen Schaden. Habe ich eigentlich richtig gesehen, dass ich mit diesen Rüstung meine Hand ins Baum rüstung? Nein. Aber nicht. Was geht mit dem? Was ist denn mit dir? Klinge des Westens. Eieiei, die übertreiben es doch alle hier. Ja, noch mehr! Kannst du mal sterben? Sala. Genau, jetzt kommt der kritische, wo ich ihn früher gebraucht hätte. Ja, Hammer. Oh, jetzt kann ich schon die Panzerbüchsen untereinander reparieren. Hallo. So. Was ist denn mit euch hier allen falsch? Ich habe keine Heilung mehr, das heißt... Zeit für zwei Sunset Tatsbüros. Und ich werde mal gerade was austesten. Nein, das hört man zu sehr. Ich habe hier gerade einen Ventilator angemacht, was ihr wahrscheinlich auch gehört habt. In Teamspeak schlägt die Spracherkennung bei dem nicht aus. Aber in der Aufnahme hört man den natürlich, weil der ja, ne? Ventilator ist nicht leise. Weil wir hier einfach die Temperaturen den Kopf wegfetzen. Über 30 Grad Raumtemperatur, über 30 Grad draußen. Das ist schon schlimm, würde ich so jetzt halt nicht sagen, weil man ja warme Temperaturen will, aber. Und dann auch noch für so eine Scheiße. Wer braucht denn Flammenbrennstoff? Brennstoff für Flammen. All dieses Lager der Gezeichneten, wenn das das Hauptvolk hier unten ist, dann ist das aber... Naja. Gefechtskonfrontation. Dies ist ein intakter, atomarer Gefechtskopf. Wenn du Lust hast, die Wahrheit gezeigt hat, müssen sie ihm mit dem Laserzünder den Hauptvoll auslösen können. Was passiert denn jetzt, wenn ich mir so mache? Alles klar. Das waren wir fast da. Dass sowas passiert, aber man ist ja Mann, man will was ja ausprobieren. So, auf genügend Abstand für eine atomare Explosion gehen. Hier 50 Meter, das wird reichen. Huch! Erklären. Ist ja alles so hochgegangen. Eieieiei. Ja. Basis der gezeichneten Lager. Ach nee, das ist das Lager nur gewesen. Ja, wollte mal doch zu der Basis gehen. Also will ich dann aber, dass mal ein paar mehr Leute da sind. Hier irgendwie darüber? Was ist hier überhaupt? Natürlich. Ein Schreibtisch. Mit Vorkriegsgeld. Eine Kiste, wo ich jetzt gerade keine Lust habe, die aufzuschrauben.
Es ist nicht passiert. So, da ist das Lager, die Basis. Was ist das denn? Alpha-Wand. Na, wunderbar. Nee. Ich finde das so unnütz, Alpha-Wände. So. So, das sind neue Gefilde. Was ist das denn? Ist auch wieder so ein Gefechtskopf? Also, der. Ach so! Ja, gut, aber trotzdem sind diese Dinger kacke. Ich verwende auch, wenn die natürlich zu. Ich hätte jetzt ohne das hochzujagen auch da reingekonnt. Oh oh. Nicht gut! Also vor allem verwenden die diese Raketen halt einfach wie Maschinengewehre. Jo. Ich hab Angst. Ich brenne nämlich. Könnte. Explodiert doch gleich was, oder? Du auch noch. Wer ist der Blister? Blister Kompakt. Irgendjemand haut da eine Rakete nach der anderen raus. Na. Wir ändern die Muni. Ups. Passiert. Jetzt haben wir 20 RNK-Dollar. Ein Flammenwerfer. Helm der gezeichneten Bestien. Was sind der gezeichneten Patrouille? Ein Bogenschweißgerät. Eine Spielzeuggranate. So. Oh. Wieso kann ich den nicht weiter reparieren? Kann man machen. So, richtig. Ein Bogenschweißgerät. Wir sind einfach nur Sachen explodiert. Hallo! Mit deinem Triebstrahllasergewehr. Könntest du als Einziger hier überleben mit so einer Kackwaffe? Huch! So, wir alle Waffen los, immer noch so null. Schleichen, ne? Energiewaffen nutzen wir eigentlich wohl. E-Akkus, ach komm, machen wir das. Und den Rest machen wir dann auch schleichen. Können wir einen Perk wählen? So, 46. Tageshelle. So gut, sie können so gut schleichen, dass sie sogar ihr Pip-Boy-Licht eingeschaltet lassen können. Nee. With this perk, you will be able to change your name, your permits a bit too much range. Nee.
Poison child and smell the ash. They're sneaking, you can resurrect the dead, this power glowing ones. Before the resurrection, need the doctor back. Outstanding repair skill and science skill. I have adapted the technique of converting any pre-war suits or gambler to suits to. Das hört sich vernünftig an. Nützliche Lehre. Laser Commander. Was? Also. Upon taking this, you have seen multiple boxes filled with alcoholic drinks. Also. Eine Meile in deren Schuhen. Was ist das denn? Ein massiertes Feuer steigt die Präzision von Angriffen auf einen Griff mit jedem. Präzision ist ja nicht gut. Spezial. Könnte ich direkt 15 Fähigkeiten machen. Das wäre auch gut. Ha, Kernschmelze. Die Kernschmelze geben Gegner, die mit Energiewaffen erledigt haben, eine Corona-quellige Energie. Ja, das hört sich schon an, als würde ich das am ehesten nehmen. Action Ball. Ach so. Ein Grazilla direkt in die Mitte. Sandcrawler. Fischetard, Apotheker, Tech Wizard. Ja, vielleicht nach unten bei den Sachen irgendwas? Leichte Berührung. Yeah. Start careful, muting you have a small food. Achso, das war das. Ach so, das ist das, dass ich selten kritische Treffer bekomme. Ja, nee. Das habe ich schon. Drink to last. Angefleischter Junggeselle. Nee, dafür ist es zu spät. Intensives Training Special kann man immer machen. When you fail to convince someone, all your hits become critical for the next 10 seconds. Forscher Kannibale. Tech Junkie. Das sind alles so tolle Sachen, ne? Field Medic. Ne, ich nehme dieses, ich muss es wiederfinden. Mit der Rüstung. Da. Silber 1 Suits. Basis der Suit Upgrade Kit hinzugefügt. Wie ist das jetzt, wenn ich sowas anhabe und dann. Ach,
Ach, das wird schon irgendwie klappen. So, Munitionskiste. Signalpistole brauchen wir nicht. Eine Brandgranate, ja. Panzerbüchse, ja. Splittergranate, ja. Ich bin überlastet. Idee? Du kriegst einen C4-Sprengstoff von mir, eine volle Klinge des Westens, einen roten Schein, das Tristar-Lasergewehr. Ja. Und die Raketen. Wieder mal. So. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen was frei. Folge ist zwar theoretisch meiner Zeit zu Ende, ich mache aber noch bis ich das hier durchkundet habe. Raketen. Noch mehr Raketen. So. Nichts Besonderes. Eigentlich überall nichts Besonderes hier gewesen. Da ist noch so ein Ding. Das war eine Alarmanlage. Ja. Ja, es ist ja gut. Ja, explodiert ja immer alles. Da muss ich aber auch hin. Eingang zum eingestürzten Überführungstunnel. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss.